Ja, hallo, willkommen zurück hier bei unserem Closing Store Simulator. Hier, One More Fashion läuft immer noch gut. Die Marke steigt an. Wir haben jetzt hier ein bisschen umoptimiert schon mittlerweile, wie ihr seht und so weiter. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, das Lager wird uns fast schon groß genug sein. Vielleicht die Ecke hier noch wegmache. Und ich glaube, dann kriegen wir das ganze Sortiment unter, ohne weiteres. Es sei denn, das knüppelt so sehr da im Markt nachher, wenn der voll ausgebaut ist, dass hier so ein großer Karton mit 60 Stück, so wie hier, ne, wo 60, maximal 60 Stück reinpasst, dass der schon nicht mehr reicht. Aber zwei hintereinander können auch stehen. Das wären 120 pro Stück. Also ich bezweifle, dass man das wirklich alles brauche. Ja, mein Schreibtisch habe ich hier hergestellt, der schäbische. Der werde ich später noch hier vorne ein bisschen hinstellen, ein bisschen schöner mache, wie so ein Art Büro schaffe, wo ich dann alle Bestellungen mache und die Mitarbeiter, die mittlerweile hier schon ziemlich angehäuft sind, werde ich dann da vorne hinstellen. So, jetzt geben wir erstmal einen neuen Tag. Die neue Klamotte, wo wir bekommen haben, drei neue Artikel. Mal gucken, wie das anläuft. Musik anmache. Ach, jetzt laufe ich doch wieder hierher. Da habe ich fast gedacht schon. So. Achso, da müssen wir wieder Rechnungen bezahlen. Ja, bin gespannt. Ich habe jetzt also vier Leute, die draußen auffülle. Das wird ein bisschen schneller gehen. Und drei Leute, die hier die Regale wieder auffülle. Die zwei waren schon ziemlich schnell mit dem Lager auffülle. Muss man schon sagen. Jetzt mit drei wird es noch schneller gehen. Wenn wir mal schauen, ne, wie es hier aussieht. So, die Kabinen sind natürlich jetzt sehr großzügig hier gestellt. Ob ich das so beibehalte, weiß ich noch nicht. Ich finde die halt nur schade, dass sie ein bisschen zu groß sind. Ne? Ein bisschen krass groß. Aber gut. Wir haben jetzt 7 da stehen. Ich glaube maximal 10 mehr werden es wohl nicht sein. In Zukunft. Könnte ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen. Es sei denn, die Kunden regen sich alle auf. Es wäre zu wenig Platz zum Umziehen. Damit bin ich gespannt, wie es jetzt hier läuft. Damit die neue Artikel. Habe ich noch gar keinen Preis festgelegt. Jetzt laufe ich wieder in die Ecke. Ich muss mich echt noch selber daran gewöhnen. Man kann die Stühle gar nicht verändern, solange die drauf sitze. Müssen die jetzt gerade so sitzen? Müsste ich jetzt echt mal so 3 Artikel kaufen, dann stehen die auf. Ah, laufe ich wieder hierher. Naja, das ist folgelang dahinter rumgelaufen. Jetzt ist es so rum, ne? Gucken wir gerade, das können wir schon mal nachkaufen. Komm, machen wir die Schuhe noch dazu. Das können wir nachkaufen. Das können wir nachkaufen. Das sowieso. Das auch. Ja, und das war's. Ich hoffe, die stehen alle drei auf jetzt. Ja, 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 komm, steh auf, steh auf, steh auf. Schnell die Stühle hier wegmachen, bevor sie wieder sitze. Hihihi. Da haben sie gerade ausgetrickst. Ich meine, ich würde es denn hier ein bisschen gemütlicher machen, denn Leute. Klar, man könnte hier natürlich auch so einen Raum bauen, wo die Leute dann, die Mitarbeiter, das ist vielleicht so ein Plan nachher. Aber das wäre dann jetzt so, genau. Hier kommt dann später mein Büro hin und hier dann vielleicht später so eine Mitarbeiter-Ecke. Wo die dann ein bisschen sich wohlfühlen können. Hier draußen, Kasching, Kasching, hier läuft's. Was? Luxline Mann Jeans, so teuer. Gucken wir mal gerade, Luxline Mann Jeans. Luxline haben wir hier gerade. Achso, die kann man doch eigentlich. Auflistung nach. Aktion, zuerst die Größe. Nach Aktion? Nach Lagerbestand. Okay. Luxline Mann Jeans.
Looks like Mann Jeans. Looks like, da ist er doch. Mann Jeans. 42. 35 ist empfohlene. Ups. Ah ja, was ist dann? So. 3, 9. Ich versuche immer ein bisschen auf die Reaktionen zu achten. Dass nicht ganz so übermäßig teuer ist. Ich meine, es wird manchmal trotzdem verkauft. Da kann man Geld machen, klar. Aber, achso, da ist jemand drin. Aber ich möchte halt nur gucken, dass es dann einigermaßen ohne Fratze und ohne Kommentare verkauft wird, das Zeug. Weil ich würde lieber mehr Umsatz machen, als wie... Das ist voll. Wo ist denn das her? Da. Trendwave Jeans, Mann. Wo? Da. Da ist diese... Kuschelpulli. Da gab es auch noch einen Liegeplatz von dem Kuschelpulli. Wo ist denn der eigentlich jetzt? Ich blick schon gar nicht mehr durch. Ich muss schon genau aufpassen, wo alles liegt. Weil Ziel ist es, dass ich hier gar nicht mehr selbst mithelfen muss, sodass die ratzfatz hier alles wieder aufgeräumt habe. Dann kann man gucken, wie schnell es jetzt geht. Mal gucken, ob da noch was reingekommen ist. In die Kabine. Nee. Die geht aber nochmal rein, hä? Ja. Die geht nochmal rein. Gucken wir gleich, wenn sie rauskommt. Ja, und zack. Das ist jetzt voll. Super, das kann man gerade wieder zurückbringen. Und die ihr Männerhemd angeprobiert? Wahrscheinlich. Muss ja so sein. So, hier fehlen die vier noch. Da fehlen noch mal. Gucke, wie schnell die auffülle. Aber das geht jetzt. Guck mal, vier Mann rennen da rum. Ich selbst renne zwar deutlich schneller wie die, aber mal gucken. Da fehlt auch noch. Soll ich nochmal Spiegel kaufen? Und im Markt noch ein paar Spiegel verteilen? Also hier noch einer hin vielleicht. Mache ich ein bisschen mehr in die Mitstelle bitte. Da ein Spiegel hin. Wo kann noch ein Spiegel hin? Da hinten in die Ecke auch noch einer, genau. Ja, noch drei Spiegel mal kaufen. Möbel. 1, 2, 3. Oh, was ist denn das? Ist das jetzt einer, der an der Wand hängt oder was? Nee. Warum ist er so klein? Kann man den nicht an die... Kann man den auf Dings draufstellen? Nee. Das sind ja ganz andere Spiegel jetzt. Was sehe ich denn da? Man kann es kaum sehen. Da hängt doch was oben dran. Was ist denn das? Das macht ja so der Eindruck, als könnten wir die irgendwo dranhängen. Aber ich wüsste jetzt nicht an die Wand. Nicht an die Regale. Kabine auch nicht. Ne, geht nicht. Hab ich echt die falschen Spiegel gekauft jetzt? Die gefallen mir ja gar nicht. Mach mal. Klar, mit Verlustverkauf wieder. Oh, Mann, Mann, Mann. So, Möbel. Das war nicht der richtige Spiegel. Der ist auch noch viel teurer, oder? Ne, der ist günstiger. Guck mal. Deshalb. Was kostet der? Ja, haben wir. Es gibt noch größere Spiegel. Ja, die, ich weiß nicht, das ist auch nicht das Wahre. Können wir mal eine dazu nehmen. So, das müsste ich eigentlich auch gleich die Klamotte wieder nachbestellen. Dass meine Männer was zu tun haben hier. Ne, da nicht. Das steht ja sonst vorm Regal.
und auspacke das Ding. Da steht eine. Na, greifen doch. Alles ein bisschen aufloggen. Und den eher in die Mitte. Ja, kann man schon irgendwie cool machen. Also, wie gesagt, ein bisschen mehr Alternative aus dem Markt, was man kaufen kann, der wäre natürlich noch cooler. Da noch ein Spiegel hin. So, und der eine in die Ecke, wo die Kabine sind. Mal gucken, wie der sich macht. Naja, gut, naja. Die Ecke gefällt mir hier auch nicht so richtig. Das ist auch noch so ein bisschen steiler Stelle vielleicht. Jetzt haben wir dasselbe Winkel. Ja, doch, jetzt viel aufgeräumter, ne? Würde ich sagen. So, dann gehen wir mal Klamotte bestellen. Bist du alle hocke? Oh Mann, Mann, Mann. So, 24 lassen wir mal. Bald können wir die Vorräte langsam erhöhen. 14, 19. Das müssen wir auch. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. 25, 17 die Schuhe nochmal. Das, das. Und das. Ja, bestelle. Jetzt geht's weiter. Ja, komm. Die bestellen wir schon mal dazu. Ist im nächsten Step sowieso dran. Und das war's. So. Ja, dann füllt mal auf. Müssen wir mal gucken. Ob ich die schon mal umlagern sollte in die große Kiste. Irgendwann muss ich das alles mal in aller Ruhe umbauen, dass ich die alle in die große Kiste mache. Da können wir nämlich sukzessive irgendwann die neue Artikel erweitern. Ach, die Design-T-Shirts muss ich übrigens auch nochmal kontrollieren. Zum Nachbestellen. So, haben wir das auch mal umgebaut. Jetzt laufe ich wieder dahin. Ich glaube so nicht. Mal gucken, wie viele Folgen lang ich noch dahin laufe, bis ich dann gerafft habe, wo das steht jetzt. Ja. So, spezielles Design. Das haben wir da. Lager 22. Kann man nochmal nach. Kann man auch mal. Der läuft gut. 22, komm, machen wir das auch noch. Das ist so. Gut, dann machen wir die nächste. Was durcheinander, fangen wir da oben an. Was soll's? Machen wir da, wo es Sinn macht. Jetzt füllt er da gerade wieder auf.
Eumel. So, das nächste noch. 14, was ist denn da drin? Der neue Pulli hab ich ja noch nicht weggeräumt. Doch. Haben die zwei Kiste draus gemacht, warum das? Hey! Wird nämlich alles in die neue Kiste umgebaut. Das ist so der nächste Step, was ich hier probieren will. Die Kiste kostet nicht so viel. Und die kleine verkaufen wir. Zack. Da haben wir jetzt keine mehr. Wie viel bräuchten wir dann? Können wir doch mal das Ganze in die Hand nehmen. Obwohl, das kann ich machen. Da brauche ich keine Videoaufnahme dabei zu machen. Das interessiert euch eh nicht. Hier fällt mir gerade ein, da könnten wir eigentlich noch am Fliesenboden noch optimieren. Der ist auch noch gelegt, gesetzt meine ich. Mehr würde ich nicht machen. An dieser Stelle, ja, mehr machen wir nicht. So, dann, ja, neuer Tag, ne? Gleich ran an die Bulette. Musik läuft noch, das ist cool. Da haben wir noch den Ständer hier. Da haben wir zwei Schuhregale und da von denen eine alte Umzugskabine noch. Die können wir da eigentlich verkaufen. Die werden nie wieder eingesetzt. So, zack, weg sind sie. Kann man das eigentlich auch ins Regal? Da habe ich glaube ich schon mal probiert. Nee. Die falle nur rum. Dumm rum. So. Die wechseln sich ab. He? Geht immer raus zum Auffüllen. Dann kommt der nächste wieder. Sieht cool aus hier draußen. Okay. Hängt nichts in der Kabine, das ist gut. Was habe ich denn? So 78.000 war das höchste, was ich hatte. Also 80.000 hatte ich glaube ich noch nie. Und das wird aber alles kommen. Aber das Problem ist, bevor ich die nächste Klamotten dazu kaufe, die nächste Marke dazu hole. Wobei, das waren Schuhe, das geht noch. Oh, da habe ich Glück gehabt. Aber dann, gehen wir mal gerade gucken. Händler. Marken. Hochscrolle. So, die Schuhe sind kein Problem, die kriege ich locker ohne, auch so. Dann kommen nochmal. Ah, nochmal Schuhe. Nochmal Schuhe. Spätestens hier brauche ich doch eine Schuhabteilung, ne? Weil dann kommen dann vier Paar Schuhe dazu. Also hier, wenn ich das hier kaufe, muss ich vorher 1, 2, 3 Bereiche kaufen. Weil das macht keinen Sinn, einzeln da rumzustottern. Ich muss gucken, dass ich die beide bekomme. Das sind 90, 122.000 muss ich dann berappen. Quatsch. Das gehört ja auch noch dazu. 25, 57, 97.000. Ne, also die drei. Zack, das hat jetzt wehgetan. Aber die kann ich schon dazu holen. Weil das geht wieder einzeln dahin weiter, ganz mal. Ja, habe ich mal gedacht schon. Und dann, wenn ich die Wände hier wieder reduziere, diese Trennwände, könnte ich sogar mit alle Sortimente zurechtkommen. Könnte ich mir jetzt im Moment vorstellen. Jetzt haben wir nicht viel Geld ausgegeben. Hey, was mache ich dann? Nimm doch wieder in die Hand. So. Wandgestaltung. Nehmen wir erst nochmal schwarz.
Obwohl, das hätten wir auch. Gut. Nehmen wir das nochmal. Es muss nicht eins nach dem anderen sein, sondern ich will die nur so ab und zu mal so einen grauen Ton reinsetzen. Ist ja fast schon so viel dahinter. Nochmal schwarz. Das muss weg. Ja, das ist dann schon coole. Genau. Dahinter ist auch irgendwie gefühlt zu viel jetzt davon. Das würde ich hier wegholen, genau. Da ist besser. Da hinten bleibt der hinten dran. Und da würde ich das wegholen. So. Das ist nicht, das soll ja auch nicht in der Mitte sein. Das ist bewusst so gedacht, ne? Dass es da zwei sind und dann der Rest bleibt dann so. Aber hier guckt was raus, was nicht so schön ist. So, das machen wir weg. Ja, hier sieht das sauberer aus. Finde ich schon ganz cool. Das gefällt mir irgendwie. Warte mal, das ist eine große Fläche. Genau. Das ist zu groß. Das finde ich auch nicht so cool, dass das gerade hier so ist. So ist besser. Das ist auch wieder eine große Fläche. Ja, schade. Gut, ist halt so. Ich glaube, das ist nicht das Wichtigste jetzt, was wir im Moment haben als Probleme. So. Ja gut, jetzt habe ich viel Geld ausgegeben für den Bereich hin dazu zu kaufen. Ist aber... Den lasse ich aber noch gesperrt. Also so wie es jetzt ist, lasse ich stehen. Lass es stehen. Egal, bin ich schon drauf. So, lassen wir das stehen, auf jeden Fall noch erst. Weil bis diese zwei Bereiche auch noch dazu gekauft sind. Theoretisch könnte man dann alles reinbekommen. Beziehungsweise, dann steht es am Anfang enger, wenn man auch alle Markenklamotten dazu habe. Aber das müsste funktionieren. Wo haben wir eigentlich die Schuhe jetzt im Moment platziert? Hier. Ja, da kommen natürlich nicht mit vielen Schuhe aus. Vielleicht sollte ich hier eine Schuhecke beginnen sogar. Also später. Ja, dann käme... Wie viele Sorte Schuhe kommen dazu? Was haben wir im Moment drin im Regal? Mal so rum gesagt. Da haben wir zwei Sorte drin. Oh, 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 oh. Damenschuhe ist hier komplett leer. Was ist denn los? Kommen die nicht nach? Blöd, dass ich nur vier Stück mitnehmen kann. Der nimmt auch gerade ein paar Schuhe mit. Genau, und jetzt die Stiefel, Dame. Stiefel, der hat irgendwas hat er dabei. Aber nicht genug. Von egal was er dabei hat, nicht genug. Hat genau die falsche dabei gehabt. Junge, Junge, Junge. Wundert mich, dass man die nicht upgraden kann, die Mitarbeiter, dass sie nachher genauso am Rumrennen sind. Was ja sonst bei so Simulationen immer dabei war, ne? Die Männer, Slipper. Soll ich das so beibelassen? In einem so Schrank zwei Paar Schuhe. Ja, ja, das lassen wir auch so. Noch zwei Slipper, komm, die holen wir noch schnell. Sneaker, nicht Slipper. Das lassen wir so. 2, 4, 6, 8 Paar Schuhe gehen da rein. Das reicht. Und 2 gingen rein. Da gucken wir mal gerade, wie viele Schuhe uns erwartet demnächst. Hey, Marken hier. 1, 2, 3, 4. Das wären 2 Verkaufsschränke, das ist schon mal cool. Und hier wären es auch nochmal 2. 1, 2, also 4 Schränke. Wir brauchen Platz für 4 Schränke, aber das kracht, das kriegen wir locker hin. Also da drüben in der Ecke angefangen, ne? Das passt locker, lockerst. Achso, ich wollte die Kabine überprüfen. Und ich gesehen, dass da wieder was drin hängt.
So, da haben wir, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das Zeug alles ist. Ist echt schon ein Problem, ne? Das ist nix. Das ist die neue Hose. Ist auch voll, jetzt muss ich es doch ins Lager bringen. Ja, da. Die kurze Hose. Die wird auch voll sein. Luxlein Mann. Das ist dieses Hemd. Das Höschen. Und der Pulli. So. Die sind schon fertig, oder? Ja, super. Sehr gut. So, dann gleich wieder ein neuer Tag. Zack. Oh, Klamotte nachbestelle, bevor ich jetzt aufmache. Oh, ich meine ganz vergesse. Oh, und das auch. Ich muss ja erst mal bezahlt werden. Hab ich ganz vergessen, ich muss hier die Klamotte jeden Abend nachrüsten. Am 22 kann man mal nachbestellen. Das lassen wir noch. Das haben wir genau 21, machen wir lieber noch 2. Das noch. Na komm, 14 können wir gleich bestellen. Ne, das ist genug. Geht die so schlecht? Muss ich gleich mal den Preis überprüfen. Wenn die so schlecht geht, liegt es vielleicht am Preis. So, jetzt viel nachverkaufen. Oi. Und da auch noch 2. Stufe 36 haben wir. Mitarbeiter nochmal Auffüller geht nicht, ne? Ne, das geht. Auffüller. Ne, erst ab 40. Das auch, ja. Na klar. Ärgerlich, ne? Muss ich noch immer für viel Geld mein Design noch immer machen. Mitarbeiterklamotte. Na. Sowas aber auch. Dann kümmere ich mich drum, dass hier überall große Kiste drin steht im Regal. Dann habe ich nämlich auch nochmal eine große Brocke hinter mir. Und dann irgendwann mache ich es gemütlich. So hier die Kuschelecke dahinter zum Beispiel wäre schon ganz gut. Könnte ich doch eigentlich auch gleich machen. Ja, also wenn wir... Naja gut, das ist nicht wichtig. Das ist alles so Dinge, die kann man später machen. Wenn der Lade mal ausgebaut ist da vorne. Hier sieht es cool aus überall eigentlich. Aufgefüllt haben sie auch schon. So, dann müssen wir hier nochmal gucken. Ist echt die Musik so laut? So. So ist das ein bisschen angenehmer wieder. Und mit der Lautsprecherdurchsage, also Aktionsdurchsage. Werbedurchsage, was ich gesagt habe, ist im Moment noch gar nichts möglich. Oder aber man kann selber auch was aufnehmen und irgendwo hinterlege, dass man dann hier aufrufen kann. Dass das so gedacht ist, ne? Kann ja die Musik ausmachen, im Moment ist eh nicht offen. Sind die fertig? Ja, die räume noch ein. Komm, helf stehen mit. Zu dritt sind die schon schneller, das merkt man ganz schön. Also muss man schon sagen, aber man kann hier ein bisschen mithelfen. So sind wir sind hier gar nicht so. Jeans. Da ist es. Jo, das können wir noch allein machen.
Warte mal ab, bis alle wieder sitzen und dann geben wir einen neuen Tag. Schuhe sind wieder gut voll, ja. Ja, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Achso, nee, wir sind ja im neuen Tag schon. Wir müssen nur aufmachen. So sieht's nämlich aus. Hätte ich schon aufmachen können, ich Blödmann. Das juckt hier den Kunden nicht, wenn die Leute hin das Lager auffüllen, ne? Das juckt die überhaupt nicht. Hätte ich ruhig aufmachen können. Naja, gut. Tja, Wandsdekorationen. Ob da sowas mal kommt? Haben wir nochmal so zwei Blumen dazu. Die eine Kasse würde ich gerne austauschen, aber irgendwie kann man die nicht verkaufen. Ich krieg den nicht los. Was soll das dann sein? Dann haben wir mal so zwei Lampen dazu, wenn das Lampen sind, wenn das irgendwie atmosphärisch da drin ein bisschen, aber echt nichts für die Wand, ne? Echt nichts für die Wand, schade. Noch ein paar Blumen, ach, außen kann man auch. Ja, dann machen wir das doch. Nee. Ja, cool. Kann man da draußen auch einen Ständer hinstellen? So Aktionen oder so? Aktionsständer? Nee. Das ist wahrscheinlich ein bisschen. Oder nicht möglich, keine Ahnung. Wo stellen wir die jetzt hin? Zu viel ist halt auch nichts, ne? Das ist doch cool, ja. Nice. So. Hatte ich denn die Lampe? Wo sind die Lampe? Ach, sind die vielleicht irgendwie automatisch irgendwo platziert? Da muss ich gleich mal gucken, wo die stehen. Nee, nee, nee. Weiß ich nicht. Kann ich später verstellen. Wo sind die jetzt hin? Die zwei Lampe. Also hier draußen definitiv nicht. Gibt es da außen irgendwo eine Anbringung? Da müssen dann auch noch Blume hin eigentlich, ne? Gut, dass wir die nicht gießen muss, ne? Was ist mit den zwei Lampen oder ist das was fürs Lager gewesen? Verstehen du es jetzt gerade nicht? Irgendwas muss es ja gut gewesen sein. Oder sind da oben mehr Beleuchtung jetzt dran? Ne, das glaube ich auch nicht. Was war, da war hier irgendwo eine Meinung. Was ist los? Frau T-Shirt so teuer. Skyline Frau T-Shirt. Was? Skyline? Vorrat. Erstmal ganz oben. Hm. Die ganze Style Looks. Ne, nicht Line Looks. Das erscheint so teuer. Ja, komm, das wissen wir jetzt nicht. Das bringt jetzt auch nichts. Wo ist das Licht? Ich will im Grunde genommen nur wissen, was mit da jetzt investiert habe und ob es irgendwie Sinn ergibt, dass es schön aussieht oder so, aber ich weiß ja nicht, wo es ist. Hä? Das ist aber komisch. Kann mal gucken. Moment, nochmal Möbel. Da. Stand 03.
Der kommt und der bringt dir jetzt was. Da muss es ja irgendwo sein. Hä? Habe ich die nicht gedrückt oder was kann das sein vorhin? Ja, aber für was soll das gut sein? In der Art. Wenn man die wenigstens an Regale anbringen könnte, aber ich kann die doch nicht, wenn ich jetzt auch noch davon dran hinstellen wollte. Ich kann mir jetzt doch im Moment nichts vorstellen, ne? Also nicht so in der Art, wie ich es hier darstelle. Verstehe ich nicht. Okay. Also da, also wie gesagt, Dekoration, da ist ein bisschen Nachholbedarf noch, würde ich sagen, ne? Also da muss noch ein bisschen was verändert werden, um hier mehr Möglichkeiten zu zaubern. Halt, das wollte ich nicht. Ja, helfen stehen immer ein bisschen mit. Die sind zwar ziemlich flott, aber 5, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2. Das waren die Hose, oder? Was habe ich jetzt gesehen? Wow, was habe ich jetzt geguckt? Kleinhirn, ein Großhirn. Ist das jetzt aufgefüllt worden schon? Ja, es war zu spät. Gut, egal. Hauptsache, die Leute schaffen was hier, ne? Das ist voll. Ja, ich sag dir, das geht ziemlich flott jetzt. Komm, dann kümmere ich mich um die Kabine. Was ist denn das Höschen? Frauenhöschen hier. Oh, konnte ich gerade noch auffüllen. Da gibt es noch eine zweite Platzierung. Wo sind die eigentlich jetzt? Doch, habe die eigenständig wieder was umgeräumt. Also irgendwas stimmt doch nicht. Die zwei Hose, das stimmt. Aber von denen hatte ich auch zwei Platzierungen gehabt am Schluss. Zweimal Pulli, zweimal das. Zweimal Rock. Da! Was, wo kommt denn das Männerhemd her schon wieder? Oh, jetzt habe ich hier gerade das weggenommen. Das müssen wir gerade auf den Boden legen. Das muss da weg. Achso, halt. So ist es richtig. Ey, da muss man echt aufpassen. Die tun eigenmächtig alles wieder verändern. Das Männer-T-Shirt wird wahrscheinlich jetzt gerade voll sein. Ja, muss ich das ins Lager bringen. Ist ein bisschen problematisch, ne? Die tun eigenmächtig hier alles verändern. Das ist okay. Muss ich echt probieren. Probieren. Ich muss richtig austesten, ob die hier was verändern, eigenmächtig. Das. Warum sind hier so viele Männer-Shirts dazwischen? Hatte ich die ganze Zeit drin gehabt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Möglich ist es, aber hier der Pulli muss, das muss auch zweimal. Diese karierte Hemde hängen ja eigentlich auch am Ständer. Warum hängen die eigentlich so weit? Wird da nichts gekauft? Da wollte ich auch mal nach dem Preis gucken. Die Statistik, wird Zeit, dass die komme, dass ich da mal reingucken kann. Die Männer-Lederjacke oder was das ist. Ich glaube, die war weiter ohne. Kommt sie gleich. Da ist sie. 79 finde ich eigentlich nicht. Ich finde, dass sie zu teuer ist. Machen wir 78, komm. Gehen wir mal eins tiefer. Das finde ich cool. Das ist cool, 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 cool. Cool, bleibt so. Von dem T-Shirt haben wir nur eine Platzierung. Das kann reichen. Der Pulli eine reicht auch. Aber von dem, da haben wir ein ganzes Ständer voll.
Also stehen die wieder auf. Da muss ich wissen, was ich hier mache. Der Pulli zweimal, oder? So, das wird jetzt automatisch aufgefüllt. Wenn dann... Dann machen wir die da drüben hin. Das geht ja wieder weg. Das gibt's nicht. Da muss man echt ganz schnell sein. Stellen wir mal gerade da hin. Nein, warte, zurück. Er hat's nicht gerafft. Er hat's noch nicht gerafft, dass es hier nichts mehr ist. Weil ich will schon, dass das hier alles an eine Frau bleibt. Und dann kann man hier meinetwegen nochmal die Männerhemde machen. So, von dem fünf Stück, das geht, ist ein gut gehendes Produkt, haben wir hinterher auch ein ganzes Ständer stehen. Und die machen wir mal kurz ins Lager. So, die hockt sich wieder hin. Dann, ach so, ja, schon wieder. Schnell die Klamotten abschnitten, dann könnt ihr die derzeit wenigstens schon mal einräumen, ne? Dann gehen wir von unten nach oben. Zack. Das ist okay. Bis zum T-Shirt, okay. Mal das zweimal, da geht immer noch gut. Ein starker Artikel, muss man schon sagen. Das ist schon vom Feinsten ist das, der Abverkauf. Wird sich manch einer drüber freuen. 32, das geht gar nicht gut, was ist denn los? Den Preis nochmal angucken bei dem. Oder ich muss es, ja, abverkaufen, wenn es nicht verkauft, ist doof, ne? Das lassen wir noch. Da nochmal. So, dann sollte ich mal aufräumen. Muss ich echt kontrollieren, weil wenn irgendwo was leer wird, dann tun die eigenmächtig mit was anderem auffüllen vielleicht. Das sollte nicht so sein. Das wäre ach, hier ist die zweite Höschen. Oh. Sind die weit auseinander. Ne, dann füllt es wieder auf. Jetzt muss ich schnell machen. Höschen habe ich jetzt hier zweimal. Ich muss jetzt ganz kurz mal abstellen. Bis ich dann, was mache ich denn hier zweimal? Achso, ich wollte das mal raus. Na? So. Das können die Kollegen jetzt auffüllen. Da haben wir das so. Das habe ich schon geändert, genau. Dann lassen wir das so. Das T-Shirt bin ich auch mal über das. Ja, die Hose, das Höschen mit der Farbe. Naja, aber bei dem kurzen Höschen würde ich doch nicht immer so was sagen, aber diese Hemde dahinter oder so, diese, ich sag schon Clownshemde. Da haben wir die noch einmal doppelt, da hängen sie eigentlich am Ständer, aber gut. Das Höschen machen wir mal weg. Ja, hab die's gleich aufgeräumt. Die andere füllte noch ein. Die Regale. Also das Lager wird noch aufgefüllt. Aber dieses schwarz-gelbe T-Shirt, ist das dahinter? Das ist ja auch dahinter doppelt eigentlich. Dreifach, vierfach sogar.
Also hätte man noch Potenzial, wenn eine neue Marke dazu kommt. Aber jetzt kommen ja erstmal Schuhe sowieso als nächstes. Noch drei Stufe, das geht ja ruckzuck, das geht ja schon ratzfatz in dem Game, muss man schon sagen. Oh, Lager ist auch fertig. Das sitzen sie alle wieder. Ja, super. Dann machen wir doch direkt weiter, oder? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao.